Vattenfall. Kaum etwas hat die Gemüter und Reaktoren in den letzten Wochen so erhitzt wie der schwedische Energiekonzern. Nach einer Serie von Pannen und Fehlinformationen wurde bei Vattenfall schließlich die Führungsetage ausgetauscht. Natürlich, wie immer. Die Großen hängt man, die Kleinen lässt man laufen. Einer kam nämlich mal wieder ungeschoren davon. Der kleine Mann, Lutz Priebke. Nach unseren Recherchen der eigentlich Verantwortliche im Vattenfall. Verantworten musste er sich jedoch nie. Bis heute. Herr Priebke? Ja? Ehrensenf, das Magazin. Stimmt es, dass Sie Reparaturarbeiten in den AKWs Krümmel und Brunsbüttel durchgeführt haben? Was? Ich? Reparaturarbeiten? Nein. Ja. Bitte? Ja, also gut, stimmt, ich war da. Na also, geht doch. Wir zwingen Lutz Priebke, uns zu sich nach Hause einzuladen. Mit unseren Rechercheergebnissen konfrontiert, erklärt er sich sofort bereit, auszupacken. Und wo soll die Kamera jetzt noch hin? Darüber. Und das ganze Licht ist auch noch im Wagen. Nachdem alles ausgepackt und aufgebaut ist, interviewen wir ihn. Herr Priebke, erklären Sie unseren Zuschauern, wie es zu dem Reparaturauftrag kam. Ja, ich habe an dieser Ausschreibung vom Vattenfall teilgenommen. Ausschreibung, Herr Priebke? Naja, also da war dieses Auftragsgesuch für Reaktorwartung. Bei myflansch.de, wo der mit dem niedrigsten Angebot den Zuschlag kriegt. Und den haben Sie bekommen? Ja, für 73 Euro. Plus Mehrwertsteuer. Nee, plus 2 Bier. Wir sind schockiert. Nun wollen wir es genau wissen. Für noch 2 Bier zeigt uns Lutz Priebke seinen Hobbykeller und erklärt sich bereit, weitere Details zu verraten. Miststück. Herr Priebke, was sind Sie eigentlich von Beruf? Krankenpfleger. Aber ich hatte schon immer ein Händchen fürs Handwerkliche. Und Vattenfall hatte keine Bedenken? Die haben gar nicht gefragt. Okay, anfangs war ich mir selbst nicht so ganz sicher, aber dann dachte ich mir, hey, die kochen ja auch nur mit Wasser. Ja, aber mit schwerem. Was ist das eigentlich? Das? Ach so, ja, es ist genauso ein Teil, wie ich es damals in Brunsbüttel eingebaut habe. Wirkte recht solide. Mittlerweile hat Vattenfall Herrn Priebke gekündigt. 6,50 Euro wurden ihm anteilig ausbezahlt. Damit sucht er sich jetzt einen guten Anwalt. Herr Priebke, allein die Mängelliste von Brunsbüttel umfasst 700 Punkte. Haben Sie gar kein schlechtes Gewissen? Ach, das ist doch jetzt unfair. Warum zeigen Sie nicht die Liste mit all dem, was noch klappt? Flipper, Pausenraum, Handtuchspender, Damenklo, Bildschirmschoner, Sekretariat. Ja, da war ich noch nicht zugekommen. Ja, meine Damen und Herren, ich bin sicher, Herr Priebke hat aus seinen Fehlern gelernt und wird sein Rohr in Zukunft mit Bedacht einsetzen. Nicht wahr, Herr Priebke? Ja, das war Silvia Neuhofen für ihre... Was sagten Sie, Krankenpfleger?